Toblerone Semifredo. 4 frische Eier, Größe M, 50 UG Schlagsahne IOG plus 5 EL Zucker 50 UG Sauerkirschen 3/8 I Kirschnektar. 1 bis 2 EL Speisestärke Backpapier Frischhaltefolie. Eine Kastenform, ca. 1,5 Liter Inhalt, mit Backpapier Anselgin. Für die Eismasse Toblerone feinhacken. Vanilleschote längs aufschneiden, Mark mit einem Messer herauskratzen. Eier trennen. Eiweiß und Sahne getrennt steif schlagen und zugedeckt kalt stellen. Vanillemark, Eigelb und EOG zu unbekanntes Zeichen Kern mit den Schneebesen des Rührgerätes 3 bis 5 Minuten weißcremig aufschlagen. Erst Toblerone, dann Sahne, dann Eischnee unterheben. Masse in der Form glatt streichen. Mit Folie abdecken, mindestens 5 Stunden einfrieren. Kier unbekanntes Zeichen Schälen waschen, entstielen und entsteinen. Nektar mit 5 EL Zucker aufkochen. Stärke mit 2 bis 3 EL Wasser glatt rühren und den Nektar damit binden. Kirschen zugeben und 2 bis 3 Minuten köcheln lassen. Semifredo in der Form bei Zimmertemperatur IO 15 Minuten antauen lassen. In Scheiben schneiden, eventuell den Rest wieder einfrieren. Semifredo und heiße Kirschen anrichten. Falls Kirschen übrig bleiben, in Schraubgläsern kalt aufbewahren. Mango-Joghurt-Eis. Für 22 Personen, 2 große reife Mangos, ca. 600 Gramm, 50 UG griechischer Joghurt, IO% Fett, IOG Zucker 50 UG Schlag unbekanntes Zeichen Sahne 22 Espresso-Becher aus Pappe, ca. IOML Inhalt, Frischhaltefolie. Mangos schälen. Fruchtfleisch vom Stein schneiden und grob würfeln. Mangos. Jog unbekanntes Zeichen Hurt und Zucker mit dem Stabmixer Püree unbekanntes Zeichen Rin. Sahne steif schlagen und unterheben. Masse in die Espresso-Becher verteilen und zudecken. Circa 4 bis 5 Stunden einfrieren. Vor dem Servieren Becher bei Zimmertemperatur 10 bis 20 Minuten antauen lassen. Bratwurst mit Feigenmarmelade. Zutaten für 4 Portionen. 110 Gramm Zucker, 175 Gramm Feigen. 1 EL Zitronensaft TL Anissamen ca. 20 Gramm Pinienkerne 8 grobe Bratwürste. Erster Zucker mit 200 ml Wasser ca. 3 Minuten köcheln. Feigen 4 unbekanntes Zeichen tilgen, mit Zitronensaft und Anis unbekanntes Zeichen Samen zum Zuckersirup geben, wieder etwa 3 Minuten köcheln. Pinienkerne unterrühren. Dann die Masse abkühlen lassen. Zweiter Würste bei direkter mittlerer Hitze ca. 12 Minuten grillen. Mit Feigenmarmelade servieren. Kakao mit Avocado-Creme. Vorbereitungszeit, 10 Minuten. Zubereitungszeit, ca. 12 Minuten. Zutaten für 4 Portionen. 2 Avocados. 3 Lauchzwiebeln. 1 Bund Koriander. 2 EL Apfelessig. 1 EL Olivenöl. 1 EL Kürbiskernöl. 250 ml saure Sahne. Salz, Pfeffer. Ersten Avocados halbieren, jeweils Kern entfernen. Fruchtfleisch aus der Schale lösen. Lauchzwiebeln waschen, putzen und wie das Koriandergrün grob schneiden. Alle Zutaten, bis auf die Wurst gehen. In einer Küchenmaschine zu einer glatten Creme verarbeiten. Mit Salz, Pfeffer abschmecken. Zweiter Würste bei direkter mittlerer Hitze ca. 12 Minuten grillen und mit Avocado-Creme servieren. Meergütz mit Meerrettich. Vorbereitungszeit, 5 Minuten. Zubereitungszeit, ca. 20 Minuten. Zutaten für 4 Portionen. 3 rote Zwiebeln, 2 Fleischtomaten, 1 EL Rapsöl. 1 Lorbeerblatt. 1 TL gelbe Senfsamen. Eine kleine getrocknete Chilischote, 4 TL Zucker. 1 TL Weißweinessig 3 TL geriebener Meerrettich, Glas,
8 mehr Gutswürste, ersatzweise Rindsbratwürste. Erste Zwiebeln abziehen, in Strei unbekanntes Zeichen feinschneiden. Tomaten waschen, putzen, in Stücke schneiden. Öl erhitzen, Lorbeer, Senf und Chili darin braten, bis die Senfsamen zu springen beginnen. Tomaten und Zwiebeln zugeben, ca. 3 mi unbekanntes Zeichen Natten köcheln. Mit 50 ml Wasser aufgießen, etwa 5 Minuten kö unbekanntes Zeichen kehlen. Vom Herd ziehen. Zucker, Essig und Meerrettich und Therme unbekanntes Zeichen schälen und alles abkühlen lassen. Zweites Würstchen bei direkter mit unbekanntes Zeichen leerer Hitze ca. 8 Minuten grillen. Mit dem Kuhtnei servieren.